Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wow, es ist alles leer. Es ist der Tag des großen Umzugs und ich versuche gerade mein Handy abzustecken. So, es ist 7.29 Uhr. Ich trinke jetzt meinen Tee und frühstücke und dann gehen wir es an. All das, wobei das nicht das Wichtigste ist heute, sondern die Couch, der Kühlschrank. Oh, ich sehe so müde aus. Oh mein Gott. Oh, ich habe auch keinen Wohnzimmertisch mehr. Aber ich werde jetzt trotzdem mal kurz noch meinen Tee trinken. Und dann wird es ernst. Ab 10 Uhr kommen Freunde und dann heißt es mit anpacken. Warum geht's? Ah, jetzt. Ich gehe. Super. Richtig gut. Oh, ist das Schild nicht gefährlich? Naja, wird schon passen, oder? Ja, ich glaube, so ist es ein wenig besser. Wow, dieser Kühlschrank, der macht uns echt fertig. Habt ihr eigentlich schon unser Menü gesehen? 6-Gänge-Menü, ein Burger, 5 Bier. Hier ist noch einfach. Ja, das klebt aber noch drin. Das haben wir nie ausgehabt anscheinend. Das hat die Kartons und so drin. Wir haben noch abgesprochen, dass wir keine Küchenhunde sind heute. Wir sind heute keine Küchenhunde. Geh mal raus. Sonst kommen sie in den Kühlschrank. Okay, ja, das sieht doch eigentlich schon ganz vernünftig aus hier alles. Also die erste Fuhre machen wir jetzt mal noch ohne unsere Freunde. Da fahren wir jetzt schon mal das Regal und dieses ganze Zeug hier. Ah, Max holt gerade das Auto her. Und dann wird... Oh shit. Dann wird das alles eingeräumt. So, und da hinten kommt jetzt Max um die Ecke. Ja, doch, da kommt er. Wunderbar. So, Nummer 1 ist fertig. So, es wird ernst. Das Sofa ist auseinander. Es wird jetzt eingerappt. Das ist eigentlich ziemlich viel Plastikverschwendung, aber ich will halt auf keinen Fall, dass es dreckig wird, weil wir müssen es auf dem Pritschenwagen transportieren. Deswegen geht es leider nicht anders. Und dann würde ich sagen, gehen wir es an, ne? Carmen kommt auch jeden Moment. Wie ist die Lage? Folien? Ja, warte, ich muss ja mit beiden... Ja, aber schau, und dann nimmst du es und ziehst es dann. Ja, aber du kannst jetzt an, aber vorher musstest du selber über den Boden rollen, verstehst du? Und es ist gegen der Rollbewegung auch. Du auch. Den Boden rollst du so rum. Ja, aber es ist runter. Ja, runter, aber. Demo, was denkst du? Der Hund. Ich war jetzt nicht drauf, dass der eingerollt wird. Das macht nichts, die ist langsam. Das ist ja, das hat kurz gebraucht. Ja, das ist ein bisschen schwer vom Begriff der Hunde. Ich meine, die Kamera, also, aber ja. Der Hund ist auch langsam. Lass du das nächste Tape nun. So, wir schauen uns mal an, wie hier die Lage ist. Ich glaube, eigentlich wäre es andersrum, wenn wir schlauer aufgeteilt sind. Ich würde so lange Arme. Agnes hat den Durchblick. Ich habe auch richtig lange Arme. Du? Ich habe es halt. Nicht rein. Ihr dürft den Ball haben. Oh mein Gott. Also, ich glaube, ich werde heute auch richtig. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, die kann auch süß. Kann das ist, ja, weil jetzt das Video. Die kann echt charmant sein, aber eigentlich ist voll toll. Kleines, kleine Hexe. Sie wird eigentlich so ein Dämon. Ja. Aber hoch und dann muss man das Kaffee noch mit einmal suchen. Ja. Was macht der? Ist er schon deine Wi-Fi? Ist so süß. Wir müssen echt aufpassen, dass sie das auseinander nimmt. Milou? Milou? Kommst du ran? Ja. Du kannst es im Mund nehmen, aber nicht kniffeln. Sie ist nämlich Knifflerin. So, und bei uns geht jetzt Hundeparty. Wie filme ich das denn jetzt, Mann? Oh Gott, ich bin da echt nicht so Influencer-affin oder so. Yes, let's go. Ups. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Milou, Milou, put your hands up in the air. Yeah.
Are you hyped? Are you hyped? Woohoo! Remul, put your hands up in the air. Oh. Na gut. So, also, die Sofas sind gerappt. Die Kühlschranktüren sind gerappt. Alles ist gerappt. Die Hunde wissen immer noch nicht so genau, was abgeht. Lampe ist geteilt. Carmen kümmert sich hier um die Küche. Ja, die Küchenfee, ja. Ui. Die Küchenfee, allmächtig. Oh, scheiße, hier ist auch noch ein ganzes Weinregal voll mit Weinflaschen. Ups. Ja, darüber kümmere ich mich. Ja. Hunde sind am Limit. Meine Nerven sind am Limit. Nein, eigentlich nicht. Jetzt geht's erst los. Jetzt geht's erst los, ja. So, kleiner Zwischenstand. Hier ist alles schon weg. Teil vom Sofa ist weg. Hier auch nimmt alles Form an. Schauen wir, was Agnes macht. Wie ist die Lage? Wie sind die Nerven? Es ging jetzt voll schnell. Jetzt sind wir alle Leute und jetzt zack, zack, zack. Auf einmal sind wir 3 Autos, 4 Autos sogar. Eins ist noch komplett leer und ich glaube, es sieht ganz gut aus. Nur noch der Haufen da und dann... Ja, es ist so Kleinkrims irgendwie, dass man so mitnimmt, aber das stopft mir alles noch voll. Alter Schwede, ja. Der Boden sieht aus wie nach so einer Dorfparty-Nacht. Es klebt nur nicht so. Genau. Bleibst du dann hier so lange oben, Carmen, und räumst auf? Bestimmt eh auf der gleichen Weg. And off we go zum Haus. Agnes merkt nicht, dass ich gar nicht zuhöre, weil sie redet weiter. Was hast du gesagt? Ah. Okay. Juhu. Vamos! Ja, das Auto ist euch schön gut vollgestopft. Ich hoffe, dass die nicht so arg, aber ich glaube, es geht. Das Schild irgendwie nicht scharf. Ah, doch, jetzt, ja. Ja, das dauert. Ey, das ist eigentlich nicht. Scheiße. Mein kaputter Fuß, Alter. Was hast du denn? Fußschmiede? Oh, nein. Oh, scheiße. Agnes hat es gerade richtig schön gefetzt. Ah, scheiße, aua. Ja, jetzt. Ah. Los geht's. Auflöst. Nee, ich habe da so ein extra Mittel, ja. Ach, das filmt schon. So, wir fetzen los. Yay! Hoffentlich kommen wir heil an. Hier sind so viele Speedbumps. Die haben hier nämlich so gestört. Die blitzen nicht, sondern die machen Speedbumps auf die Straße. Was halt blöd ist, weil dann du immer bom, bom, bom. Aber er spart einem viele Strafzettel. Das schon. Es geht eigentlich voll. Wir haben gar nicht irgendwie... Ach, die blinken jetzt beide. Aber das Problem ist, so wenn die blinken, biegen die wirklich ab. Sollen wir uns Pisco Sauer aufbauen? Ich filme. Macht nichts. Umzug mit einer Minimalistin? Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Echt. So viele Sachen in einem Jahr, wie geht das eigentlich? Wie geht das? Ja, aber es geht trotzdem. Guck mal. Also. Ich dachte eigentlich, ich zähle nochmal vorher meinen Besitz. Ja, das kannst du dann dort machen. Aber nee, geht nicht, ist zu viel. Ist zu viel gerade, echt. Also zumindest in so kurzer Zeit. Wir hatten halt so viele Sachen mit dem Hauskauf und so, das war alles so stressig. Ja. Speedbump? Was ist mit dem? Jetzt kommt gleich echt die größte Herausforderung an diesem Umzug. Man glaubt es nicht, aber diese 3 Scheißerchen. Es ist so krass, die bellen die ganze Zeit. Deswegen haben wir die jetzt hier eingesperrt. Aber nur ganz kurz, keine Sorge. Necesita ayuda? Okay. Sieht aus, als ob wir 1000 Feriengäste ankommen. Aber hier wird hart geschuftet. Ja, nos venimos por la luz. So, wir sind jetzt hier gerade angekommen und eigentlich ist jetzt fast alles schon hier, oder? Ja. Gut, die Matratze fehlt noch. Achso, und ja gut, das Auto im Keller ist noch nicht ausgeladen. Ah. Okay, ich dachte gerade schon. Okay, aber drüben im Haus ist alles weg, sagen wir so. Ja, und jetzt hat mir gerade die Maklerin geschrieben, dass morgen um 11 Uhr sie eine Besichtigung machen. Das ist natürlich das Apartment saudreckig gerade. Unter dem hat die Luft. Ja, okay. Da ist Autos unter dem Weg. Ja, die Küche ist minimal zu klein für... dieses Monstrum von Kühlschrank. Max, was hast du dir dabei gedacht bei diesem Kühlschrank?
Er ist eigentlich schon richtig cool. Die Küche ist nur zu klein. Ja gut, das war halt der erste Kühlschrank und dann die Küche. Ne? Ich würde sagen, der Kühlschrank macht mehr Sinn. Wir beiden werden das Leder ganz liegen zeigen. Ja. Aber da passt das nicht rein. Nee. No. Este material, porque por la camioneta y por afuera, obvio. Si no, sería muy sucio. Es wird ein Zuhause. Bisher war es nur ein Haus, jetzt wird es ein Zuhause. Primero sería un como lado de basura. So, ich werde jetzt schon mal anfangen, die Küche einzuräumen. Es ist hier halt echt ultra wenig Platz, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber dann ist das ganze Zeug hier einfach mal weg. Und nicht mehr alles im Weg. Es el tiempo de mi chelada. Wir haben uns jetzt eine Michelada verdient. Du auch, Wolfram. Wie lief's? Prost. Ja, eso sí, necesito. Muy bien! Ja, Carmen, ¿me puedes traer los vasitos? Sí. Ja, muéstranos cómo se hace. Zeig uns, wie es geht. Con el proceso de echarle el tajín con la sal en el vasito. Es una super técnica. Hay que cortar el limón y pasarlo dentro. Ja. Wird es immerhin diese Salz-Tajin-Mischung gemacht. Das ist eine scharfe Mischung mit Salz. Ja, ich aus Berlin, ¿no? Sieht schön aus. Mit dem Wasser. Una profesional con la chelada. Okay, claro. Fran ist professional. Profi. Después vamos a echar este. Jetzt kommt das Ganze nochmal da rein. Also als ich hier nach Chile kam, fand ich das erstmal richtig weird. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt, ist es mega. Ja, vamos bien. Entonces empezamos a exprimir. Jetzt wird das Ganze ausgequetscht. Ja, vamos. Kommt da ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft rein. Así me gustan las mudanzas. So gefallen mir Umzüge. Ja, ¿y cuánto pones? Wie viel machst du rein? Como un limón y medio. Eso depende del gusto de cada persona. Ja, eineinhalb Zitronen. Kommt auf den eigenen Geschmack drauf an. Ja, das ist cool. Ich kann auch mal zeigen, grundsätzlich ist es hier schon ein bisschen wohnlicher geworden. Dieser Kühlschrank ist halt riesig. Der passt nicht in die Küche, aber die Küche wird ja auch umgebaut. Tatsächlich von Fran. Hier steht der Tisch. Das muss man halt noch aufbauen natürlich. Aber sowas wie diese Lampe macht es einfach schon total wohnlich. Wir können die mal anmachen. Zack. Das sieht schon so viel wohnlicher aus dadurch. Und hier fehlt noch die halbe Couch. Aber ja, das Wichtigste ist der Prozess hier. Das ist ein Sechskant. Agnes, was sagst du zu diesem Anblick? Wow. Das schaut schon gut aus, oder? Wow. Ich habe hier mal die Lampe angemacht für die Gemütlichkeit. Das macht schon voll wohnlich, oder? Sí. Creo que tenemos que poner esta, esta o no? ¿Su lámpara? No sé dónde está. Ja, okay. Ich sage euch gleich das fertige Ergebnis. Ich mache jetzt hier mal so richtig profimäßig. Könnt ihr euch vorstellen, dass das hier in Kürze einfach Leben kriegt? Ist doch mega. Jetzt ist alles noch nackig und bald wird es hier sprießen. Agnes liebt es ja auch so zu gärtnern. Heute ist irgendwie nicht so geiles Wetter. Schade eigentlich. Schauen wir mal, was Agnes macht.
Ah ja, hier wird der Schreibtisch aufgebaut. Schaut ja schon gut aus. Wie es Agnes sagen würde. Ojito. Ja. Okay. Nein, ich bin ein bisschen nervös geworden hier wegen der Hockey. Wuhu! Cheers! Ching Obi und Ching Frost. Okay, nochmal dran. Salut! Salut! Rica. Okay. And here we have the Tower of Joy. Wichtigste Name im Zug. Natürlich gibt's hier jetzt. Das hättest du jetzt nicht mehr sollen. Okay. I'm so sorry. Ja, second try. Was wäre ein Umzug, ein deutscher Umzug ohne Hefeweizen? Ja, aber ich kann nicht. Ihr habt richtig schön Russ vorbereitet oder ihr macht einen Russ, ja? Russ, ja. Du kennst, weißt, was Russ ist. Na klar, hallo. Ich bin aus dem Schwabenland. Hm? So trinken wir dabei, ich kann mal jetzt. Aber ist okay. Ja, die Hunde haben es sich auch schon bequem gemacht. Zeppelin! Wie gefällt dir dein neues Zuhause, Zeppelin? Zeppelin! Okay, ja. Die Pizza ist natürlich einiges interessanter. Hier wird es sich gemütlich gemacht. Tenemos dos vegetarianos. Tenemos una con huevo y cebollas. Tenemos dos con jamón. Una con jamón y champiñones y una con. Ah. Und chillen. Leute, es ist ein langer Tag. Es ist 20 vor 5. Es ist immer noch ein langer Tag. Ja, stimmt. Aber wir haben schon das meiste jetzt geschafft. Wir haben richtig viel geschafft jetzt. Sieht schon richtig gut aus. Ja, vor allem in der Küche sieht es eigentlich ganz. Die Carmen hat die Küche so gut gemacht. Danke, ja. Ja, gut, das sieht jetzt nicht krass aus, weil man den Unterschied nicht sieht, wie es noch vor einer Stunde aussah. Ich glaube, die haben es gesehen, oder? Weiß ich? Ja, wahrscheinlich schon. Doch, eigentlich schon wahrscheinlich. Es war Chaos. Und dieser Kühlschrank ist einfach das halbe Wohnzimmer Leckofatz. Der ist so riesig, Mann. Das ist so krass. Oh aber mein von, Gott. Der Perspekt, von hier finde ich es jetzt noch schlimmer aus, weil der ist einfach drüber. Tiefer als der Erker. Das ist einfach der halbe Esstisch. Ja, stimmt. Ja. Der ist so massiv, Mann. Der ist so heftig. Leck. So, das Sofa steht. Der gemütlichste Part ist dumm. Aber jetzt kommt die größte Herausforderung des ganzen Umzugs. Diese Terrasse muss in den dritten Stock. Diese Matratze. Heißt es nicht Matratze? Du hast mal Terrasse gesagt. Diese ultraschwere Matratze muss in den dritten Stock hoch. Aber hier ist es noch. Und die Idee ist jetzt aktuell, das Ganze. mit den Seilen, ja, was ist die Idee? Oder? Mit den Seilen, diese Matratze, da, oh mein Gott, sieht das schön aus. Oh mein Gott, das sieht man gerade nicht. Oh mein Gott, wieso ist das so wunderschön aus? Und dann von innen sieht es noch schöner aus. Ja, aber wie mache ich das jetzt, dass man das sieht? Ich check die Kamera nicht. So schön. Oder kannst du es halt nicht über die Rinder? Ja, genau. Aber wie? Geht das auf dem Balkon? Wie soll denn da. Okay, hier wird stark philosophiert, wie die ganze Aktion realisiert werden kann, soll, weil der Plan ist, dass mit diesem rutschigen Seil die Matratze befestigt wird und die da hoch soll. Agnes, für wie realistisch siehst du das? Es muss, es gibt keine andere Möglichkeit. Es muss irgendwie funktionieren. Also vor allen Dingen, wenn das Ding voller Erde ist, dann können wir es danach auch nicht mehr durchs Treppenhaus, weil wir haben so helle Tapeten.
Also das, wenn wir es jetzt hier, sobald es den Boden berührt, muss es über dieses Seil nach oben. Okay, mal schauen, wie das so klappt. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, wir schaffen es ein Stück und dann fällt es runter. Ja, mega gute Woche. Mega gute. Noch schlimmer. Jetzt das Seil drunter. Jetzt so. Oh mein Gott, ich glaube, es ist in der Mitte einmal wie so, ein, wie so ein Comic oder so. Genau. Es kommt jetzt einmal so. Oh Gott. Wie ein Comic? Das ist, so. Ist das doch nicht. Ich dachte, das machen wir nicht wirklich. Ich dachte, die lasst die Mitte vom Seil runter und hab beide Enden. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Das geht nicht. So, das wird jetzt halt Paket geschnürt. Genau, ich habe das jetzt so gedacht. Vier, also. Ach so, mal, jetzt, okay. Bis jetzt hier, ja. Lass mal die Ingenieure machen. Genau. Der Wolfram kann gut schnüren. Der kann, hat auch alles auf seiner Kamera über das Fußball geschnürt. Ja, dann, na dann, wenn er ein professioneller Schnürer ist. Ja, aber es ist ein Unterschied, was auf einer Camionetta festmachen oder so. Ja, und eine Camionetta oder eine Hausfahrt, das Hausfahrt einfach, die fährt nächstes Mal. Ja? Nee, wir versuchen das von unten. Wahrscheinlich gerade halten. Wahrscheinlich ja, halten. Ja. Ich komme. Oder wir müssen bei den Nachbarn anrufen, unsere Matratze ist uns so in den Garten gefallen. Also, aber ich dachte, ich sollte das zwischen die Schnur und die Wand. Die Schnur, nee, ich schiebe das hier hoch und die Schnur so parallel, so wie der hier. So. Das hält. Oh. Was? Hell, stopp mal, aber ist es jetzt nur. Wir müssen es doch auf beiden Seiten, oder? Ja, warte mal. Das geht nicht. Das glaube ich auch nicht, dass es geht. Aber wir hätten es ist wie ein Paket. Ich dachte, das ist hier gekostet. Also so. Aber das lommelt doch da rum wie noch was. Ich will es uns zeigen. Das lommelt. Das lommelt. Rumpeln. Das ist doch kein Wort. Oh, man nennt Lommler. Wir sagen halt Rumpeln. Rumpeln, ne? Ja, halt. Aber fall bitte nicht raus. Ich meine, wenn dann jetzt, weil hier ist eine Matratze. Aber wenn du oben runterfällst, dann schrei und wir schmeißen sie noch hin. Genau. Oh. Alleine? Ich schau mal. Es geht nicht. So schwer kann man nicht sein. Nee. Aber ich glaube, ich muss mit. Nee, ihr müsstest zu zweit nach hoch. Alter. Warte, ich komm hoch. Ja, Max, komm her. Max, komm her. Nee, wir halten hier fest. Okay. Max, komm. Ja. Ich kann, wenn ich jetzt nicht. Lass los. Ich hab's. Ich kann nicht so machen, das ist über meine Höhe. Kannst du? Ja, zieh. Aber ich kann eins weiter hoch, ne? Ja. Warte, jetzt musst du eigentlich schubsen. Ja. Kannst du was schubsen? Nee, das wird doch. Ah! Ich hab voll Angst gerade, dass das Ding bricht. Oh, guck mal die Chin. Die Wolke ist mega schön. Zieh. Zieh mal. Zieh. Ja. Ah ja, warte. Da, Lena. 1, 2, 3. Oh mein Gott. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Ich hab's verloren. Hoffe ich. So weit hab ich nicht gedacht. Okay, das schaffen wir. Ja, hey, das ging ultra schnell mit dieser Matratze. Bierchen. Ja. Weizen. Ja, Weizen oder? Das läuft doch noch, oder? Oh mein Gott. Agnes, ich glaube, das läuft noch. Oh ja. Ja, manche, ist doch wasserfest, oder? Manche haben das. Wasserfest, wasserdicht. Das ist aber nicht sicher, was ich wüsste. Oh mein Gott, Leute, das war so ein richtiger, ungefilterter Vlog. Im Hintergrund wird gerade gebohrt, ich denke, das könnt ihr hören. Ich hoffe, das Video war irgendwie unterhaltsam. Ich hab's jetzt trotzdem genauso gelassen, wie es war, weil es auch für uns echt eine coole Erinnerung ist. Tausend Dank nochmal an die Umzugshelfer, deutsch wie auch chilenisch. Dieses Bohren ist erstaunlicherweise nicht in unserer Wohnung, das ist irgendwo, oder in unserem Haus, das ist in irgendeinem anderen Haus. Tausend Dank nochmal an Carmen und Wolfram, die haben wirklich richtig krass mit angepackt. Ich bin auch immer noch echt erstaunt, dass das mit der Matratze funktioniert hat. Natürlich auch vielen Dank an Fran und Ignacio, die auch mitgeholfen haben, die aber wahrscheinlich das Video nicht schauen werden, weil sie kein Deutsch sprechen. Wir sind an diesem Abend dann noch auf den Geburtstag gegangen und das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich war so over and out danach. Danke, dass ihr dabei wart und im nächsten Video nehme ich euch dann mit, wie alles eingerichtet wird. Bis dann!